So, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Part mit dem Let's Play Profi. So, wie man sehen kann, ich bin 56, läuft alles super, habe mir ein paar Taus hergestellt und werde jetzt ein bisschen reinbauen, würde ich mal sagen, ne? Probieren wir mal aus, was der so zieht. Ist ja easy, der braucht mehr. Alles. So muss es sein. Genau so. So leveln wir jetzt schnell hoch auf 65. Genau in der Geschwindigkeit sollte man natürlich leveln und nicht rumtrödeln. Wie man auch sehen kann, ich habe inzwischen hier SK G6. Das sind alles selbst getroppte Selis gewesen. Dann Stampfer und Durchschlag G1 jeweils. Ja, das passt auch wunderbar. Ich bin auch hochgezogen. Und ja, jetzt steht eigentlich dem Ganzen nichts mehr im Weg. Ich mache fleißig, nehme ja meine Bio-Quest, ne? Das passt auch wunderbar. Boah, das geht ja super. Das geht echt super. Der zieht halt jetzt echt hier was weg. Shit, oder? Da ist schon jemand da. Gut. Ja, nebenbei habe ich auch noch meinen Buff hochgezogen. Ja, den habe ich beim Leveln. Beim Farm OTM habe ich den einfach mit hochgezogen, ne? Kein Thema. Und ja, also, der hält schon gut was aus. Und jetzt durch den Stampfer G, da geht es auch nochmal schön gut voran. Es muss halt das ganze Paket stimmen, also der Buff muss einigermaßen gut sein. Da habe ich jetzt jeweils M6 Skills, M5 Skills und der ist auch entsprechend stark genug, also der hält auch was aus. Der macht auch genügend, gibt genügend Buff und das passt dann. Jetzt SK ausgegangen, das merkt man dann schon. Ziehe ich da ein bisschen was? Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock hier die einzuklemmen. Gibt ja kaum XP. Mache ich nachher vielleicht mal. Ich habe auch den Oberorc gekillt. Genau, das hat man ja in meinem Video gesehen. Und ja, ich hoffe einfach, dass es abgeht. Dass es jetzt nicht so lange dauert. Also ich denke mal 65 dürfte drin sein. Mal gucken, ob ich jetzt mit 660 das auch pack ohne. Müsste eigentlich schon gehen. Gucken. Ist kein ganzer Raum, aber ist immer noch easy, also. Ja, läuft super. Super läuft, also da kann man sich nicht beschweren. Also so levelt man, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Und ja, davor ich habe halt jetzt ein bisschen gefarmt. Ich habe, das sind alles ganz ehrlich, das ist, ich habe gar nicht viel besonders, ich habe echt nicht viel verkauft. Ich habe eigentlich nur hier das getroppte Young, das es automatisch aufgehoben hat. Habe ich ein paar FPs gekauft oder halt selber getroppte. Aber ansonsten nichts Besonderes. Ich glaube, ich heb mir die Taue auf, wenn ich die mal wirklich brauche. Weil im Moment läuft es eigentlich nur noch relativ gut. Natürlich wäre cool, wenn ich mal die große Respawn-Kammer haben würde. Das ist ja nochmal eine andere Liga. Okay, jetzt habe ich innerhalb 3 Minuten
von 56 auf 57 gemacht. Das ist auch zufriedenstellend, also da kann man sich nicht beschweren. Ich bin mal gespannt, was in der 60er-Kiste ist, ne? Nehmen wir mit. Und ja. Brösel schon, ne? Aber man muss halt erstmal, muss man erst, wenn man den passenden Farm dazu hat, ich könnte mir noch eine bessere Form S besorgen. Also, das ist auch ein Ziel natürlich. Bessere Rack. Und es bockt sich wirklich. Also, seht ihr, es geht so schnell. Kannst du gar nicht hingucken. Der ist noch da, ja. Obwohl ich glaube, ich würde die kann man einfach auch immer die ganze Zeit leer ziehen. Und dann, naja gut, aber es sind halt einfach mehr Spinnen da. Also da kann einer sagen, was er will. Da sind einfach viel mehr Spinnen und Zeug da. Noch so auch mehr XP. Das einzige Dumme wäre, wenn jetzt irgendein Spaten kommen würde. Mir meinen Platz streitig machen würde. Das wäre etwas ärgerlich. Das wäre Kacke. Weil sowas nervt dann einfach. Ich wundere jetzt eh, dass ich jetzt hier den Platz gefunden habe. Weil vorhin, wann war das um 18 Uhr, hatte ich, bin ich auch durchgeritten, sämtliche Channels durchgeguckt. Da war nicht viel frei und jetzt habe ich geschaut, okay. Gleich hier Channel 1 eingeloggt. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich jetzt hier was finde, aber man ist doch mal wieder positiv überrascht. Und ist hier ohne Doppel-X-Peering, ja, also. Ab 65 hätte ich mir dann auch mal erstes im S nicht im SD, im Roten Wald einen Ring droppen. Und werde ich dann mit dem vielleicht ein bisschen noch leveln, ne? Weil der Stampfer, der zieht auch immer schön den Bier und den kann man halt wunderbar zum Leveln verwenden. Hier im SD2 ist das echt wie gemacht dafür, ja. Und ich habe mir auch ein paar Sachen gegönnt, die ich jetzt beim Farmen da getroppt habe. Das sind Kisten, Mundis. Verwende ich halt auch, ist ja ganz selbstverständlich. Aber ich glaube, ich werde nicht alles verwenden, weil ich brauche das gar nicht. Dann nehme ich mir das lieber auf für schwierigere Sachen. Ich werde natürlich auch mal ein PvP-Video machen, aber bis dann ist es noch ein bisschen. Ich werde jetzt hier nicht mit 54 großes PvP-Video machen. Ich werde erstmal schön PvM bleiben, bis ich hier ein paar Sachen hochgezogen habe, bis die Skills stimmen, bis die Equip stimmen. Und bis dann ist es einfach noch ein bisschen. Man kann ja nicht gleich hier verlangen, boah, ich werde öfters mal herausgefordert. Ich werde auch öfters so erkannt, ey, machst doch immer so deine Parts und so. Freut mich auch, wenn es einigermaßen ankommt. Ich muss mal gucken, wie mein Mixtape angekommen ist mit dem neuen Kollega-Track, der mega geil einfach ist. New World Order. Den spiele ich jetzt auch mal ab. Übelst Bock gerade drauf. Ja. Muss ich mir reinziehen. Weil man ist auch immer wieder von manchen Gesprächsgesangskünstlern überrascht, was die alles hinbekommen, ne? Also. Vor allem, das ist auch mal ein leicht politischer Text. Und was man sich wirklich gewöhnen kann, sind diese Autopods. Aber so viel ist hier gar nicht in dem Raum.
Ja, ich habe es auch mit den Drachensplittern jetzt inzwischen hinbekommen. Peinlich, aber wahr, dass ich es beim ersten Mal da nicht, es da nicht geklappt hat. Der hat einfach auch so viel einfach drauf. Also, der hat einfach ist auch entsprechend gebildet und nicht nur so, oh, ich gebe dir auf die Fresse, ne? Muss auch mal sein, aber nicht immer, ne? Also. Ich dachte schon, jetzt wird es irgendwie knapp. Was ausgegangen? Nee. Aber wenn man ja alle drei, vier Kammern zusammenzieht, dann geht es auch. Also, das ist. Ah, jetzt hat sie sich meinen Buff vorgenommen. So, jetzt war das hier. Das ich mir. Nein, komm, 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 komm. Nicht auf. Oh, hier auf meine Buff. Mist. Da hingezogen. Das ist natürlich unnötig. Ja, jetzt gleich 58. Und dann werde ich mich natürlich auch ein neues Equip benutzen. Er muss auch mal gucken, was für ein Equip ich hier die ganze Shit mache, ne? Komm, den mache ich jetzt kurz. Ist denn der? Ah, hier ist er. Na, die ist clever, die Spinne. Aber mit Mist habe ich eigentlich wenig Probleme. Er sollte halt nur nicht ausgehen. Boah, das zieht sich. Ich glaube nicht, dass. Okay, doch, vielleicht. Aber ich mache einfach nicht genügend DMG. Zu wenig Crit. Bisschen durchbohrend. Es geht schon. Ätzend jetzt wäre, wenn SK gleich ausgeht. Und die Wort ziemlich einfach weg.
Komm schon. Aber das ist Geduldsspiel, das kenne ich von früher noch allzu gut. So, jetzt hat er es gleich. Alter, nein, bitte nicht. Soll mir nicht mehr Platz wecken hier. Nee, sorry. So, der Mongo regt mich gerade tierisch auf. Ich ziehe halt hier echt schon ziemlich gut, würde ich sagen. Also. Was ist denn der Vogel? Ah, jetzt meine Tüte Buff. Der irgendwelche Faxen schiebt hier in meinem Zweitraum. Sehr weniger Zeit. Habe ich mal den noch aktiviert. Den 58, den 100er. Weil ich brauche den 150er echt nicht. Das brauche ich nicht. Also ihr seht, es läuft ordentlich. Es dauert jetzt eine normale Zeit, bis man das Level dann macht. Und jo, das ist aber selbstverständlich. Das sind ja auch Vollspaten, ne? Ist da noch was? Ne, das ist nichts mehr. Dann gehe ich hier wieder zurück. Ja, ich brauche schon die Räume, also. Ich kann da hier nicht nur mit so ein bisschen, so einem halben Raum da auskommen. Das ist ein bisschen zu wenig. Die Spinne ist jetzt auch weg. Ja, dann nervt die schon mal nicht mehr. Alles seine Vorteile. Haben wir die Spinne noch kurz gemacht, kurz einen Boss gemacht. Und jo, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Cool, wenn wir noch das nächste Level schaffen würden. Aber macht auch nichts, wenn nicht. 20 Minuten. Und ich schaue einfach immer, dass ein bisschen was Neues dazu kommt. Einmal mache ich, farme ich, einmal level ich, einmal mache ich das, vielleicht kommt jetzt nächsten PvP-Part oder noch ein weiterer Level-Part, sorry. So. Jetzt natürlich ein bisschen verstreut der ganze Haufen. Keine Frage. Mit Lags hält sich eigentlich auch relativ zurück.
Und jo, ich sag an der Stelle ciao, haut rein. Bis zum nächsten Video, es macht mir immer Spaß hier ein Video zu machen. Und jo, ansonsten, ich glaube, ich habe die wichtigsten neuen Sachen gesagt. Ja, die halt so offensichtlich sind. Die Skills, ja, also nichts Besonderes an sich. Und jo, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und jo, dann ciao, bis zum nächsten Video, haut rein, ne?